oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One-Up-A-Day-Folge mit einer iOS-App. Shelly SSH-Client. 11,5 Megabyte groß. Grundsätzlich gratis. Es gibt allerdings einen In-App-Kauf für 4,49 Euro. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hatte bei 12 Gesamtbewertungen eine Durchschnitt-Sterne-Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Es ist ein SSH-Client designed for Usability and Performance. Ich brauchte das neulich. Wofür brauchte ich das eigentlich? Um die PHP-Version zu ändern, um irgendwas zu machen. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit eigentlich auch gar nicht aus. Aber mir wurde gesagt, derjenige, der sich damit auskennt, sagte mir, log dich da ein und mach das und das. Und das habe ich gemacht und wollte das irgendwie vom iPad machen und bin auf Shelly gestoßen und bin damit zufrieden. Ich lese einfach mal kurz vor, was es kann. Es hat Hardware Accelerated Text Rendering, Reliable and Fast. Ihr könnt es mit Gesten kontrollieren, Easy Connecting, 3D Touch Support, jedenfalls solange das noch eingebaut ist, nicht wahr? Customizable Keyboard, funktioniert auch mit Swift Key und Co. Open Links in Select Text, Other Features in Terminal, Color Themes, Key File Authentication Support, Agent Forwarding, Open SSH Servers Only, Plenty of Other Configurations, Keep Connections Alive in the Background up to 3 Minutes, ja, und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit SSH und nicht aus und ich weiß eigentlich auch nicht, was ein SSH-Client bieten soll, aber ich habe mir halt Shelly runtergeladen und der machte das, was ich so wollte und ich habe mich damit zurechtgefunden und das soll schon was heißen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.